Also erst nochmal ganz herzlichen Dank an Michele. Ich hoffe, es ist rübergekommen, was wir als Community hier eigentlich machen und wie inspirierend wir mit unserer Open Source Anbindung sind für alles, wo andere drauf gucken. Und ich würde jetzt gerne einen ganz kurzen Ausblick geben, nicht zu lang. Was ist denn eigentlich seit unserem letzten Treffen passiert in der DSpace Community, in der DSpace Governance? Und wir haben diesen standardmäßigen Vortrag, Pascal und ich, DSpace News, diesmal 2023. Und ihr müsst das jetzt mit mir alleine aufhalten. Was ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch einige von uns hier geschockt hat? Das war am 31.05. letzten Jahres die Ankündigung, der Support für DSpace 5 und 6 endet. Also viele standen da und haben überlegt, was bedeutet das eigentlich? 7, können wir das überhaupt leisten? Haben wir das eingeplant? Es war eine Entscheidung, die vielen, die Steering Group und der Governance Group, die diese Entscheidung treffen, die einschlagen das vor, die anderen segnen das ab, sehr schwer gefallen ist. Aber es gab eigentlich aus Sicherheitsgründen gar keine andere Wahl. Viele Bibliotheken, die verwendet werden, sind einfach nicht mehr sicher. Es gibt viele Sicherheitslücken. Und gleichzeitig, wir sind ja eine Open-Source-Community, wir haben nur begrenzte Kapazitäten. Wie viel können wir pflegen? Deswegen gab es diese Entscheidung im Ende Mai, die wir ja alle kommuniziert haben. Ich weiß, dass mindestens eine Einrichtung, ungefähr das Haus, in dem wir gerade sind, auch schon auf DSpace 7 migriert ist. Deswegen nochmal die Bitte oder der Hinweis, der Umstieg auf DSpace 7 wird dringend empfohlen. Die DSpace-Community, was wir machen, sie machen ja eine ganze Menge und ein wichtiger Punkt ist auch Support, Unterstützung, Events organisieren. Und deswegen war es immer klar, wenn man dieses große neue Produkt hat, DSpace 7, braucht es Unterstützungsangebote. Gerade von Lyrasis aus, Tim Donahue, der Technical Lead, hat sehr viele Vorträge gehalten, hat Workshops initiiert. Und gerade zu den letzten großen Versionen, DSpace 7.4, gab es wirklich viele Workshops, zielgerichtet auf die verschiedenen Developer, Anwender, wer immer da beteiligt sein wollte. Und wir hatten eine riesige Beteiligung. Es gab also 700 bzw. 1000 Registrierungen. Nicht alle können dann live dabei sein, aber alles wurde aufgezeichnet. Es gibt eine große FAQ-Geschichte. Und sowas Ähnliches, nur ein bisschen kleiner, also es ist ja sehr aufwendig, sowas zu organisieren, wird es nächste Woche auch geben für die Version 7.5, also auch live. Es können schon mal Fragen gesammelt werden. Und gerne, wer sich da noch nicht angemeldet hat, gerne registrieren. Im Hintergrund, das merken wir nicht immer so, aber es gibt auch die DCAT. Das ist die DSpace Community Advisory Team, was sich immer sehr intensiv damit beschäftigt, aus der Community Feedback zu Features und sowas zu bekommen. Und was die eben auch machen und parallel ist Dokumentation. Also wir haben das über die Mailingliste häufiger auch beworben. Also im Moment ist immer noch, es sind Dokumentationssprints auf Englisch, aber eben im Prinzip für uns AnwenderInnen, damit wir auch eben wissen und nachgucken können, wie läuft denn eigentlich so ein DSpace 7. Wir haben viele andere Gelegenheiten und ich möchte an dieser Stelle auch gerade für uns deutsche Community die Open Hours von der Library Code erwähnen, die wirklich regelmäßig stattfinden, wo alle möglichen Fragen gestellt werden können. Und natürlich ist auch unser wunderbares DSpace Praxistreffen, Michele, Praxistreffen, wunderbares Wort, jetzt der Ort, um sich zu diesen Themen auszutauschen. Was ich jetzt gerade auf der ersten Folie vergessen hatte, natürlich, es gibt ein Hashtag, DSpacePT23 für all die auf Mastodon oder Twitter sind, gerne benutzen, also DSpacePT23. Ja, vielleicht nochmal, es ist klar, aber ich wollte es einfach nochmal sagen, DSpace 7 ist seit 2021 verfügbar. Es hat sich alles lange hingezogen bis damals, aber das ist jetzt auch lange her. Es war Juli 2021, seitdem gibt es regelmäßige Release-Zyklen, ursprünglich alle 3 Monate. Immer mit dem Anspruch, neue Features möglichst zeitnah in die Community hineinzutragen. Irgendwann war klar, bestimmte Features brauchen länger und dann wurde der Release-Zyklus auf 4 Monate vergrößert. Aber es ist so, er ist nie gebrochen worden und wenn irgendwas nicht reinpasst, dann wird keine Version verschoben, sondern dann kommt die Funktion einfach nicht rein. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Versionen durchgehen, aber ich möchte nochmal 2 Versionen besonders erwähnen. Und das eine ist die Version 7.3. Es gab aus der Community, gerade hier aus Berlin, sehr viel Engagement und Überlegung, ORCID, die komplette ORCID-Synchronisation in DSpace sehen zu wollen.
aus diesen Überlegungen, weil das ein sehr aufwendiges Verfahren ist, sehr teuer ist, ist der D-Space Development Fund gegründet worden. Also wir haben angefangen zu sagen, wir brauchen dafür zusätzliches Geld. Berlin alleine hatte Mittel, aber die hätten nicht gereicht. Also haben wir ein großes globales Werben angefangen, um nochmal Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, um nochmal einzelne Spenden zu bekommen. Was es eben ermöglicht hat, dass dieses neue Feature, was vorher nicht da war, es war in D-Space Crystal, also D-Space Crystal Anwender, für die ist das alles nichts Neues, aber dieses Feature wurde dann portiert in D-Space 7. Es gab auch noch viele andere, auch durchaus neue Sachen. Wir werden später einen Vortrag dazu hören, wie bekommt man Daten möglichst einfach in so ein System rein von der UBI Bamberg. Auch das ist ein Feature, was in CRIS schon drin war, dass man also Daten automatisiert aus bestimmten Systemen übernehmen kann, Crossref, Scopus und noch ein paar mehr. Das ist eben auch neu in 7, die Einbindung von Sherpa Roomi, also Unterstützung der Nutzenden, was darf ich eigentlich? Das war eine ganz, ganz wichtige Version. Die Version 7.4 habe ich jetzt mal übersprungen, das war viel Bugfixes und nochmal Nachschärfen von Funktionen. Und ich wollte noch einmal auf die 7.5 hinweisen, weil damit sind, also die Features, die wir haben wollen, das Ziel ist, D-Space 6 funktional abzubilden. Die Features sind dann in Wichtigkeitskategorien geteilt und mit 7.5 waren alle Features abgebildet, die in den Kategorien 1 bis 3 stehen. Natürlich gab es noch ein paar neue Features noch, auch zum Beispiel ganz schön, wenn ich eine Publikation veröffentlichen möchte, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn ich vorher den DOI angezeigt bekomme, um ihn in meine endgültige Publikation einzufügen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die dort drin war. Es gab auch aus Bamberg zum Beispiel ein DataCite-Plugin, was eben auch die DOIs aus DataCite für eine Vorbelegung benutzt. Und noch ein paar schöne Sachen, zum Beispiel die Supervision. Ich weiß nicht, wer das nutzt, aber das sind so Dinge, wenn man zum Beispiel als Betreuer einer Dissertation, einer Masterarbeit während des Prozesses eingreifen möchte, dann sind das auch Dinge, die über diesen Supervisionsmodus möglich sind. Also das war die Version 7.5 und mit der Version 7.5 haben wir uns auch sehr stark dem Ende von D-Space 7 genähert. Sie mögen vielleicht jetzt mal sagen, hey, ich habe noch nicht mal D-Space 7 und dann ist es schon zu Ende. Aber das Ziel von D-Space 7 war nie, eine komplett neue Funktionsversion zu sein, sondern das Ziel war, moderne Software, moderne Interfaces zu haben, die im Prinzip die vorhandenen Versionen abbilden. Wir haben jetzt auch noch zusätzliche Versionen da drin oder Funktionen da drin, aber sobald dieses Tier 4, also die vierte Stufe der Funktion aus D-Space 6 erreicht ist, wird die D-Space 7 Entwicklung abgeschlossen werden. Hintergrund ist, dass wir alle in unseren Häusern sehr viel Aufwand haben. Also jedes Update, was kommt, vor allem wenn es funktionale Updates sind, braucht sehr viel Vorlaufzeit, es braucht Tests, es braucht Umsetzung. Und das belastet natürlich unsere IT-Abteilung überall sehr. Und ab 2024 möchten wir mit D-Space 8 wieder planbarer werden. Also eine Version pro Jahr und eben auch eine Planbarkeit, wann werde ich innerhalb meines Hauses migrieren können. Ich hoffe, das ist im Sinne von Ihnen allen. Die Pläne, wir schreiben ja ab und zu Mails oder eigentlich regelmäßig Mails alle paar Monate, sind immer im Wiki von Lyrasys zu finden. Also es ist auch sehr transparent dort dargestellt, was steht noch aus, wie sind die Features, wie ist die Umsetzung. Sie sind immer gerne eingeladen, sich das anzuschauen, sich auch zu beteiligen. Das führt mich dann auch zum nächsten Punkt. Also wir werden wahrscheinlich D-Space 6 auf jeden Fall noch haben und vielleicht, wenn die Tiers nicht reichen, auch D-Space 7. Die Finanzierung an dieser Stelle ist noch nicht ganz geklärt. Also wir sind ja eine große Community. Ein Ziel unseres Konsortiums ist auch, Geld zu sammeln, um eben die Entwicklung voranzubringen. Und es war mit 7 das erste Mal, dass bezahlte Auftragsarbeit stattgefunden hat. Das war sehr, sehr wichtig, weil der Technical Lead, der ganz alleine da ist, der hatte vorher keine Möglichkeit zu sagen, dieses Feature fehlt und kannst du für mich das mal machen. Das ist mit dieser Auftragsarbeit anders geworden. Also er konnte steuern und konnte auch sagen, diese kleine Geschichte fehlt.
Weil natürlich sind die Service Provider, die sehr viel beigetragen haben, auch, sie müssen auch selber überleben. Also sie haben natürlich auch das Interesse, das zu machen, was ihre Kunden und Kundinnen von ihnen möchten. Und das war eben nochmal das Thema neue Auftragsarbeit. Wir sind dieses Jahr ganz gut gefahren, auch dank, also Michaela hat es gesagt, unser Konsortium ist der größte Beitragszahler überhaupt. Und das hat es auch ermöglicht durch die ganzen zusätzlichen Zahlungen, die viele von uns geleistet haben, dass DSpace 7 jetzt dort steht, wo es steht und auch von uns allen eigentlich eingesetzt werden kann. Es gibt sicherlich noch ein paar, die noch kein Mitglied sind oder vielleicht doch nochmal 500 Euro mehr im Haushalt loseisen könnten. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie gehören dazu, ganz, ganz gerne sprechen Sie mal mit Ihrem Chef, Ihrer Chefin, was möglich ist. Es gibt natürlich auch andere Versuche, Geld zusammenzusammeln. Ich habe da im letzten Jahr darüber berichtet, das SCOTS Funding, das ist so eine Open Source Funding Runde aus Europa, wo man versucht, Institutionen zu überzeugen, Geld für einen guten Zweck zu geben. Und SCOTS hat gesagt, DSpace ist ein guter Zweck. Leider hat das nicht so viel Geld gebracht, wie wir uns gewünscht hätten. Also das Ziel war, zwei Personen anstellen zu können, die den Tim Donahue entlasten. Ne? Also, und das ist eigentlich nur mit einer ganz geringen Stundenzahl passiert. Also wir hätten gern $760.000 gehabt. Es sind im Moment 170.000 ungefähr. Und die Runde dauert nicht mehr so lange. Also das ist ein bisschen enttäuschend. Aber so ist das halt. Also im Nachhinein denke ich, so ein Konsortium und wenn wir das weltweit weiterverbreiten, ist da der bessere Weg. Was sind jetzt die Punkte, die nochmal im Moment auch in der Governance ganz wichtig sind? Wir überlegen schon, wie kann es weitergehen? DSpace 8 wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein, ohne ab und zu Aufträge geben zu können. Das heißt, auch da braucht es eine Überlegung, wie kann eine Finanzierung weltweit möglich sein? Diese Mitgliedsbeiträge, die wir hier zahlen, oder viele von uns und Ihnen, die waren ursprünglich dafür da, diese Infrastruktur überhaupt bereitzustellen. Also, dass wir zum Beispiel ein Wiki haben, dass wir in der Lage sind, GitHub und Slack und sowas zu benutzen. Und es zeigt sich zunehmend, dass dieser Bereich eigentlich ein bisschen erweitert werden muss für bezahlte Auftragsarbeit. Uns gefolgt inzwischen ist auch Finnland, also die auch entsprechend immer wieder viel Geld beigetragen haben und auch da als Konsortium, als finnisches Konsortium überzeugt sind, beitragen zu wollen, DSpace voranzubringen. Aber natürlich ist DSpace nicht nur bezahlte Auftragsarbeit. Was vorher da war und was jetzt auch immer stärker wieder kommt, sind die Codebeiträge aus der DSpace Community heraus. Das sind Sachen, die direkt von Ihnen, von uns, von euch entwickelt werden oder auch in Auftrag gegeben werden in vielen Fällen. Ganz wichtig ist, überlegen Sie vorher, ist das was, was nur für mich ist? Das ist auch okay. Aber wenn es ein Feature ist, was passen könnte für den Rest, reden Sie rechtzeitig, zum Beispiel mit Tim Donahue. Ist es möglich, das in den Code reinzubringen? Und ist es auch möglich, dass Sie das so finanzieren können, dass es Open Source ist? Das ist nochmal ein ganz großer Appell. Und wenn unter Ihnen, also wir haben es ab und zu geschrieben, Leute sind, die gut im Code-Review sind, oder wenn Sie jemanden kennen, der das gut ist, kann, auch die werden dringend für die DSpace-Community gesucht. Also wenn Code beigesteuert wird und keiner macht den Review, dann kommen wir nicht weiter. Also da auch nochmal ganz, ganz große Bitte. Ich möchte Sie jetzt nicht so sehr langweilen mit der DSpace Project Governance. Ich bin aber gerne bereit, dazu was zu sagen, auch gerne später während des Konsortiumstreffens. Es ist so, dass ein Projekt, also Open Source, hat ja erstmal keine Struktur. Um eine Struktur zu haben, eine verlässliche, braucht das eine Organisation dahinter. Und das ist zum einen eine Stiftung, bei uns ist es Lyrasis, wo Michaela auch angestellt ist, oder Mick eigentlich heißt er, und wo es dann gemeinsame Vereinbarungen gibt. Also was wollen wir eigentlich machen? Und ganz wichtig ist die sogenannte Leadership Group. Die Leadership Group, das sind die, die die strategischen Entscheidungen treffen, die das Budget absegnen, die sich darum kümmern, dass das, was wir machen, nachhaltig ist, dass es nicht in zwei Jahren irgendwie den Bach runtergeht und sie sich alle auf das falsche Produkt verlassen haben. Und die sich eben auch ganz stark darum kümmern, dass es genug Mittel gibt. Wir sind hier kein Battleverein, sondern wir sagen eigentlich so ein bisschen, worum es geht. Und dieser Leadership Group, da sind wir zum Beispiel vom Konsortium vertreten, automatisch, weil wir eine Platinum-Mitgliedschaft haben, weil wir so viel Geld geben. Das heißt, wir sind immer dabei und können bestimmte Entscheidungen treffen. In dieser Leadership Group sind auch andere, nicht nur Member, die viel bezahlen dabei,
sondern auch welche, die wirklich viel für die Community machen. Und das sind die Service Provider, also For Science ist dabei, Admire, The Library Code. Und es werden auch noch weitere Personen integriert, zum Beispiel mindestens zwei, die nicht irgendwie zahlen können, aber die tolle Beiträge für die vSpace Community machen. Also das ist ein sehr gutes Gremium, um sich über vSpace auszutauschen, langfristig sich Gedanken zu machen und den Betrieb abzusichern. Ergänzt wird das von der Steering Group, die von der Leadership Group eingesetzt wird. Das sind die, die das operative Geschäft machen, die sich also nochmal genauer um diese ganzen Features kümmern, die sagen, in diese Richtung könnte das gehen oder vielleicht diese Version machen wir so und so. Und die bereiten dann auch diese Inhalte für die Leadership Group vor. Das nur ganz kurz dazu. Wir bezahlen dadurch auch von Lyrasis Leute, also den Technical Lead, aber natürlich auch Menschen, die das Marketing machen, die auch mal eine juristische Aussage treffen können, aber auch die, die das Rechnungswesen machen. Also nicht ganz unwichtig. Das führt mich natürlich, wir haben es öfter gesagt, nochmal zu dem kleinen Werbeblock, die Space Consortium Deutschland. Es ist bunt. Wir waren vor, was war das, fünf Jahren hier? Es war wunderbar bunt, aber es war nicht so bunt wie jetzt. Wir sind deswegen so bunt, weil wir 40 Einrichtungen geworden sind. Wir haben seit dem letzten Mitgliedertreffen 4 neue Mitglieder. Ich muss an dieser Stelle sagen, die SUB Göttingen hat sich immer schon engagiert. Die war nur von DuraSpace Mitglied. Sie hat sich jetzt entschieden zu sagen, wir sind, also DuraSpace war der Zusammenschluss. Wir gehen jetzt explizit, weil das ist uns wichtig, zu dSpace. Und ich möchte auch nochmal im Nachhinein ganz herzlich begrüßen, ganz neu, die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg aus Frankfurt, die Justus-Liebig-Universität aus Gießen und die Universitätsbibliothek aus Hildesheim. Und es ist mir nochmal ein ganz starkes Anliegen, nochmal Danke zu sagen an die Universitätsbibliothek Hildesheim, weil wir waren von der TU Hamburg damit betroffen, also als wir sie beraten haben, möchtet ihr zu dSpace gehen? Und die haben von Anfang an gesagt, wenn wir das tun, dann gehen wir auch ins Konsortium. Und das finde ich einen ganz grandiosen Weg. Also dieses Sehen, dass, wenn wir Open Source machen, wir uns auch um die Nachhaltigkeit bemühen werden. Also danke an alle 40 und auch nochmal danke an die Universitätsbibliothek Hildesheim für dieses super Best Practice Beispiel. Ich möchte, das ist jetzt genau. Ich will nochmal ganz kurz den Werbeblock. Fragen Sie mich gern in der Pause. Aber mit dem dSpace-Konsortium unterstützen wir genau das, was ich eben erzählt habe. Wir haben es geschafft und unterstützt, dass wir heute mit dSpace 7 einen gangbaren Weg in die Repositorium-Welt gehen können. Wir sind das einzige große, nachhaltige Open-Source-Repository-Software-Konsortium. Und während andere inzwischen mehr oder weniger übernommen worden sind, dSpace ist weltweit vertreten. Es ist in Industrieländern, es ist in dem kleinsten afrikanischen Dorf, hätte ich fast gesagt. Es ist in der ganzen Türkei vertreten, in Indien. Das heißt, es ist eine weltweite Community, die voneinander profitiert. Und ich glaube, wir können mit dieser Infrastruktur für Open Source eine ganze Menge erreichen. Ich danke. Bei Fragen gerne später in der Pause.